Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der vierte Spieltag steht an, alle Spiele in der Zusammenfassung. Mal wieder kurz, das lässt sich momentan einfach nicht anders bewerkstelligen, aber manche haben ja sogar geschrieben, dass sie es gar nicht so schlecht finden, wenn die so kurz ist. Freut mich auf jeden Fall. Sie werden irgendwann auch mal wieder länger sein, aber jetzt momentan sind sie eben kurz. Das sind die Spiele, die anstehen. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es wieder mit den Timelinks. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Reinschalten. Los geht's! Der Auftakt in den vierten Spieltag macht Freiburg und zu Gast ist der VfL Bochum. Freiburg, der favorisierte Club in diesem Duell. Bochum musste sich ja von Bayern 7 Dinger einfangen lassen. Oder einschenken lassen. Sie fingen sich 7 Tore ein. Und auch hier war es erstmal ein gebrauchter Auftakt in die Partie. Manuel Riemann ist aber zur Stelle. Und dann kam über eine Viertelstunde lang nichts. Dann aber der VfL Bochum gefährlich. Asano mit dem 1:0. 18. Minute, die Führung für die Gäste. Überraschend zu dem Zeitpunkt, aber da fragt im Endeffekt keiner mehr nach. 1:0 für den VfL. Die Antwort der Freiburger ließ aber nicht lange auf sich warten. Gregoritsch legt noch gut ab. Zunächst kann Riemann noch parieren. Den Kopfball versenkt Grifo dann aber über die verwaiste Linie. 1:1 nach 45 Minuten. Das war okay, das war verdient. Bochum aber mutiger in Durchgang 2. Lucia. Lienhardt unglücklich vor die Füße für Asano und der findet Gerrit Holtmann. Die erneute Gästeführung in der 58. Minute. Freiburg mühte sich. Freiburg brachte alles nochmal nach vorne. Wir sind in der Nachspielzeit. Gregoritsch nochmal raus zu Sildilja. Der findet Roland Salay. Aber Riemann hat das letzte Wort und hält den Sieg für Bochum fest. Die ersten Punkte der Saison und Freiburg verliert das zweite Heimspiel dieser Serie. Der FC Schalke 04 empfängt den ersten FC Union Berlin. Union auf Rang 3 noch ohne Niederlage, Schalke noch ohne Sieg. Aber eigentlich machten sie es in den vorangegangenen Spielen nicht so schlecht. Hier werden sie aber früh überrascht. Viel zu frei in der dritten Spielminute. So steht es dann 1:0 für Union. Kurz vor dem Seitenwechsel dann aber mal Schalke und Marius Bülter bringt Renault in eine schwierige Position. Guter Kopfball, aber dann auch gut gehalten. Halbzeitstand 0:1. Geraldo Becker hatte den gezeigten frühen Treffer erzielt. Schalke konnte sich davon erholen, aber brachte es noch nicht auf die Anzeigentafel. Zweiter Durchgang, besserer Beginn für Schalke. Ovejan, der ungewohnt mal im Strafraum auftaucht, dann aber mit seinem schwächeren rechten Fuß das runde Kunstleder nicht wirklich präzisieren kann. Union hatte immer wieder diese Nadelstiche, doch Schwolo stemmte sich dann auch gegen einen weiteren Gegentreffer. Im Anschluss versandete diese Partie das letzte sehenswerte Highlight hier von Schwolo pariert. Schalke schaffte den Ausgleich nicht mehr. Union Berlin reicht ein früher Treffer durch Becker in der dritten Minute zum 10. Saisonpunkt. Gebrauchter Saisonstart für die Hertha. Beim BVB lief es eigentlich besser, aber zufrieden ist man auch nicht. Das jüngste 2:3 gegen Werder Bremen war eigentlich ein Offenbarungseid. Und hier war auch zunächst Dortmund im Hintertreffen. Die Hertha machte es gut, die Hertha probierte es und hatte durch Jean-Paul Boetius direkt mal eine richtig gute Chance. Kobel kann aber halten. Dann mal der BVB, Modest, Dahoud, Reus, schnell und gut gespielt, 0:1, 18. Minute, die Führung für die Gäste, etwas schmeichelhaft zu dem Zeitpunkt, aber die Hertha fand vor allem zu Spielbeginn statt, danach versandete es etwas und beide Mannschaften brachten nicht mehr so viel
nach vorne. Durchgang Nummer 2, schon über eine Stunde gespielt. Dann ist es abermals Reus, der den Ball gefährlich in Richtung des Tores bringt in der 64. Minute, aber nicht nachlegen kann. Weiterhin 0:1. Die Hertha wollte nicht die dritte Saisonniederlage in Kauf nehmen und so hatten sie nochmal etwas dagegen zu setzen. Toussaint in der 71. Minute mal aus der zweiten Reihe. Der hätte wohl auch möglicherweise den Innenpfosten geküsst, aber die Hertha blieb dran. Toussaint nochmal. Super Auge für Richter und da haben wir die Geschichte. Nach schwerer Krankheit Richter wieder mal auf dem Platz und sein letztes Heimspiel im Trikot der Hertha gegen Dortmund war ebenso erfolgreich. Hier endet es 1:1 und beim BVB ist so richtig der Wurm drin. Mainz 05 ist deutlich besser in die Saison gestartet als Leverkusen, die Bayer 11 mit 0 Punkten nach 3 Spielen. Aber hier sollte es besser laufen. 17. Minute, Patrick Schick mit dem 1:0. Da fällt sicherlich eine riesige Last ab bei Schick, was der in der Saison schon verballert hat für Chancen jetzt. Aber macht er es und es läuft noch besser. Sadar Azmoun bekommt den Ball von Schick und darf sich dann zu frei bewegen, zieht in den Strafraum ein und macht nach einer guten halben Stunde das 0:2. Zentner kommt da nie im Leben mehr ran. Aber vor der Pause hatte auch Mainz nochmal etwas zu erzählen. 36. Minute Ballgewinn, kurz vor dem gegnerischen 16er. Andrich und Palacios können nur zuschauen. So steht es nur noch 1:2 zur Pause. Dann gab es Diskussion. Stunde war gespielt. Dann gibt es dieses vermeintliche Foul Frimpong an Lee. Das ist ungestüm, aber ist das ein Elfmeter? Jonathan Burkhardt war es egal. Und in der 61. Minute war das 0:2 ausgeglichen. 2:2. Es war jetzt ein offenes Spiel. Widmer auf Stach. Und was ist das bitte für ein Kopfball? Der senkt sich hinten rein. Unglaubliche Technik. Nicht zu halten für Radetzky. Doch Leverkusen wollte nochmal und hatte auch das letzte Wort in der 88. Minute. Der Ausgleich kurz vor Schluss, Doppelpack Schick. Am Ende ein verdientes Unentschieden. Mainz dürfte damit besser leben. 8 Punkte nach 4 Spielen, das ist stark. Leverkusen hat nur einen Zähler auf dem Konto. Hoffenheim hat zuletzt 2 Spiele in Folge gewinnen können. Nun zu Gast der FC Augsburg und der ist auswärts gefährlich. Ermedin Demirovic mit dem 1:0 relativ früh in der Partie. Danach kam zu wenig von Hoffenheim nach vorne. So ging es dann auch in die Pause. Den einzigen Sieg bisher hatte Augsburg ja auch in Leverkusen geholt. Da gewann Hoffenheim zuletzt aber auch 3:0. Ansonsten die TSG relativ einfallslos nach vorne. Das ist Jensen in der 62. Minute. Kevin Vogt stellt den Fuß aber rein. Es war ein schwacher Auftritt der Gastgeber. Das hatte man doch zuletzt deutlich besser gesehen. Augsburg machte es aber auch richtig gut und hatte die nächste gute Chance. Diesmal muss Baumann eingreifen. Da kommt jede Fußabwehr zu spät. Baumann hält seine Mannen mit seinen Paraden hier noch im Spiel. Aber was war mit Hoffenheim los? Es kam nichts mehr nach vorne. Stattdessen Augsburg mit der nächsten Chance. Sie verpassten es aber, die Führung hochzuschrauben. So musste es bis zum Ende spannend bleiben. Aber Hoffenheim konnte eben keine Lösungen mehr finden gegen gut verteidigende Augsburger und so bleibt es beim 1:0. Demirovic, der Siegtorschütze in der 16. Minute, kann sich feiern lassen. Leipzig ist schlecht reingestartet. Sie warten noch auf den ersten Saisonsieg, aber auch Wolfsburg hat ebenso nur 2 Zähler auf dem Konto. Die Wölfe starteten aber mutig. Ottavio mit der Flanke und Omar Marmoush mit dem 0:1.
Zehnte Minute, Gulaschi irrt da durch seinen 5-Meter-Raum, dann sieht er auch dabei nicht gut aus. Das Tor geht zum Teil auf seine Kosten. Aber Leipzig wusste eine Antwort. 16. Minute, Timo Werner mit dem 1:1 wuchtig reingemacht. Castells ohne Abwehrchance. Aber Leipzig kam noch einmal vor der Pause. Timo Werner, Doppelpack, Spiel gedreht. Kann sich sehen lassen, 2:1 nach 45 Minuten. Und Wolfsburg, die nächste Niederlage, die kann man sich hier eigentlich nicht erlauben. Auch wenn es Leipzig ist. Sie blieben aber bis zum Schluss dran. Baku, Schuss abgefälscht. Nkunku verteidigt hiermit. Die Schlussphase. Noch einmal Wolfsburg. Lukas Metscher. Kaminski hat das Auge für Baku und der legt noch einmal quer. Doppelpack Mamouche. Doppelpack Werner. 88. Minute. 2:2. So fand diese Partie am Ende keinen Sieger. Geht leistungsgerecht Remis zu Ende. Für beide eher unbefriedigend. Wenn man Bayern einen Angstgegner attestieren möchte, dann ist es sicherlich VfL Borussia Mönchengladbach. Aber hier wirken die Bayern eher unantastbar. Wie sie momentan durch die Liga fegen, auch im Supercup schon nach vorne unfassbares Potenzial zeigten. So starteten sie auch hier rein. Coman, der überragte gegen Bochum, scheitert hier aber noch an Jan Sommer. Gladbach aber nicht so mutig und frech, wie man es sonst hier in der Allianz Arena sieht. Stattdessen Sadio Mané mit dem 1:0 in der 30. Minute. Kein Abseits, startet im richtigen Moment, markiert damit den Halbzeitstand. War vollkommen verdient. Gladbach schaffte es eben nicht wirklich, sich Möglichkeiten zu kreieren. Die Bayern waren einfach zu stark. Und Mané mit der nächsten Großchance. 50. Minute, muss hier eigentlich das 2:0 machen, bekommt von Elvedi den Ball zurück. Zirkelt den dann aber knapp am Winkel vorbei. Mit einem Sieg könnte Gladbach ja vorbeiziehen an den Bayern, aber spätestens in der 58. Minute war klar, das würde nicht mehr zustande kommen. Jamal Musiala nach Verletzung wieder zurück, macht das 2:0 und einen hatten die Bayern noch, Pavard, Mané mit der Hacke zu Coman, 3:0, 81. Minute. War dann am Ende vielleicht ein Tor zu hoch, aber ein äußerst souveräner Auftritt reicht den Bayern hier, um Gladbach klar zu schlagen mit 3:0. Der 1. FC Köln ist noch ungeschlagen und möchte das gegen den VfB Stuttgart bleiben. Die Schwaben warten im 4. Spiel jetzt auf den ersten Sieg. Dafür müssen sie sich aber natürlich bemühen, denn der 1. FC Köln, er ist lange schon in dieser Saison angekommen. Viertelstunde dauert es dann mal die erste gute Möglichkeit für die Geißböcke. André Duda aus der zweiten Reihe visiert den Winkel an, den hätte er wohl auch getroffen, aber Florian Müller hat etwas mit dieser Glanzparade dagegen. Der anschließende Eckstoß, Adamian. Auch da fehlte nicht allzu viel, setzt den Kopfball aber knapp über die Querlatte. Halbzeitstand 0:0. Aber was war mit dem VfB Stuttgart los? Das war unterm Strich dann doch eine enttäuschende Vorstellung bis dahin. Da war man schon Besseres gewohnt. Aber auch Durchgang 2. Zunächst durch den 1. FC Köln dominiert. Skiri kommt da zum Kopfball und setzt den wirklich haarscharf nur am Pfosten vorbei. Das 1:0 eigentlich schon lange überfällig. Sie schafften es aber nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Dann einmal der VfB und Führich ist plötzlich völlig frei vor Schwäbe und macht das 0:1. Und wie das passieren konnte, es war einem nicht wirklich zu beschreiben. Endo auf Führich, 0:1. Doch Köln kam nochmal. Adamian in der 90. Minute
Riesenchance zum 1:1. Mindestens das wäre ja auch verdient gewesen. Eigentlich sogar der Sieg drin. Aber das war jetzt unrealistisch. Noch einmal Skiri und Müller rechtzeitig unten. In der Nachspielzeit bereits hält Müller die 3 Punkte fest. Den ersten Sieg für den VfB Stuttgart. Den nehmen sie gerne mit, auch wenn es schmeichelhaft ist. Köln war die klar bessere Mannschaft, aber schaffte die Chancen nicht reinzumachen. Der Abschluss des 4. Spieltags wird von Werder Bremen und Frankfurt begleitet. Eintracht Frankfurt in den roten Trikots startete mutiger. Boré in der 19. Minute kommt recht frei zum Abschluss. Nicht optimal der Winkel, Pavlenka hat den Ball. Das 3:2 gegen Dortmund, das war furios. Gleichzeitig auch der erste Saisonsieg für Werder Bremen, auf den wartet Frankfurt noch. Aber diese Chance, die darf gerne mal im Tor sitzen. Kevin Trapp, der sich gegen Manchester United entschieden hat, der hält das 0:0 zur Pause fest. Durchgang 2, dann wieder Eintracht Frankfurt. Boré auf Götze. 0:1 mitnichten. 63. Minute wäre es gewesen, aber der Assistent hebt die Fahne. Es ist knapp, es ist schwer zu erkennen. Aber mit der Schulter, und damit darf man ein Tor erzielen, war er wohl im Abseits. Doch auch die letzte nennenswerte Aktion gehörte Eintracht Frankfurt. Es ist wieder Mario Götze, der es aber nicht schafft, eine Viertelstunde vor dem Ende den Siegtreffer zu erzielen. Tolle Parade von Pavlenka. Er hält das 0:0 fest, mit dem Werder Bremen besser leben kann. Frankfurt wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es eben gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt sportlich fair, bleibt nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Herzlichste Grüße und adios.